wenn genügend viele Leute in Europa genügend arm sind, sodass sie im Wesentlichen keine Ressourcen mehr verbrauchen können. Also die Armut besteht darin, dass sie kein Auto fahren können, im Winter nicht heizen können und kein Fleisch mehr essen können. Dann löst das aber die Energie- und Klimaprobleme. Also man kann die im Prinzip sehr einfach lösen, wenn man einen Großteil der Menschen daran hindert, an Wohlstand zu partizipieren. Es ist natürlich keine besonders sozial- und politikverträgliche Lösung. Aber wenn Sie diese Lösung machen, dann haben Sie auch kein globales Gerechtigkeitsproblem, wenn die Armen arm bleiben, weil dann sind die Armen da so arm, wie sie bei uns dann auch sein werden. Und dann ist Gerechtigkeit herbeigeführt, nur eine etwas merkwürdige Form der Ausprägung. Ja, aber in dem Sinne, dass es überall so ziemlich gleich ist, zumindest in dem Sinne ist dann auch gerecht. Sie haben dann 5 bis 10%, denen es richtig gut geht, und denen geht es insbesondere dann so gut, weil es den anderen schlecht geht, und Sie brauchen dann auch nicht den Kuchen zu vergrößern, sondern Sie können auf der Basis der heutigen Technik mit den Ressourcen auskommen, indem genügend wenig Leute partizipieren. Also das ist dann eine typische Zweiklassengesellschaft. Und wenn Sie sehen, was an der Peripherie Europas passiert, dann bekommen Sie Angst, dass wir auf diesem Weg schon sind. Ja? Zu mir sagen immer die Leute, Herr Rademacher, was soll ich denn machen, wenn die Brasilianisierung kommt? Dann sage ich, das ist ziemlich einfach, gucken Sie, dass Sie bei den 5% sind. Es ist natürlich jetzt, es ist kein so ein richtig guter Vorschlag, sondern was wir ja wollen, was der europäischen Philosophie entspricht, ist ja eine ausgewogene Global Governance.